Herzlich willkommen zurück zu Life Goes On hier an Ostern. Es ist Osternwochenende. Da ist doch Zeit für Auferstehung, oder? Um aufzuerstehen, muss man natürlich zuerst mal sterben. So, was haben wir hier drüben? Mein Monster! Da würde ich gerne hin. Wie komme ich da hin? Hier ist ein Schalter. Mit dem kann ich einen Eisblock hier rüberbringen. So, apropos Auferstehung. Was mache ich damit? Damit fährt das Ding hier links hoch. Ah, zum Ziel. Sehr schön. Ob das wohl Zeit... Nee, das reicht aber niemals zeitlich. Warte, wenn ich das hier drücke und dann hier hochgehe. Niemals reicht das zeitlich. Niemals. Ich schätze mal, ich brauche hier einen Eisblock. So, erstmal hier ein. Reicht es nicht von aus, um da rauszuspringen? Du tust nicht. Okay, das ist Unsinn. Ich brauche hier einen Eisblock unten. Dafür muss ich die Plattform erstmal wegschieben. Und das tue ich am besten, indem ich das hier tue. Hep. Und das Schöne ist natürlich, jetzt dieser Eisblock sorgt dafür, dass der Eisblock da drüben dann nach unten fallen kann, indem man die eigene Plattform hier rüber hält. Finde ich gut. Elegant gelöst. Liebe Entwickler, liebe Devs. Gemacht. So, jetzt brauche ich aber... Brauche ich dieses grüne Teil hier? Ah ja, das könnte nützlich werden, sehe ich gerade. Und zwar hat es dieses Feuer hier ausgeschaltet. Und dieses Feuer ist dazu, glaube ich, gut, dass ich den Block da hochschieben kann. Ja, also der Block, der kann da hoch, aber ich selbst offensichtlich nicht. Haben wir wieder was gelernt. Ach ja, das war gerade... Auferstehung, ne? Auferstehung, ja, Auferstehung, es ist Auferstehung. Es ist das Fest der Auferstehung. Und deswegen versuche ich natürlich so möglichst oft zu sterben, aufzuerstehen. Ne? Um diesem Fest gerecht zu werden. Ui, das war knapp, aber es hat funktioniert. Das hat funktioniert. Schade, dass gerade der Ritter nach dem Einsammeln des Pokals nicht in dieses Eisteil geflogen ist. Das hätte mich mal interessiert. Wir haben ja letztes Mal oder vorletztes Mal schon gesehen, dass ich mit einem toten Ritter den Kelch des Lebens, schätze ich mal, aufsammeln kann. Mit einem toten Ritter. Aber ob er danach auch sterben kann, nachdem er es aufgesammelt hat, das weiß ich nicht. Das würde mich auch mal interessieren.